Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir endlich Grimoire, gängige Frau Grimoire gefunden, welche für uns das Buch hier übersetzen kann. Und ja, wir machen ein paar Kämpfe hier. Ein paar Leute sind hier vom Level up, deswegen. Und ja, wir müssen jetzt zu irgendeiner anderen Stadt, wo die Dämon gerade am Wüten ist. Geil. Warum nicht? Und ja, dort soll das Buch irgendwie übersetzt werden von mir, weil es doch ein bisschen schwierig ist und so. Deswegen gehen wir jetzt zu irgendeiner Stadt, wo es sicher ist, wo keine Monster sind. Dann aber noch gegen so einen Boss gekämpft, den ich sehr gut fand. Also den Bosskampf an sich fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, warum Velvet irgendwie so viele. Oh, verdammt, das ist nicht alles, ja. So gedrückt, Mann. Warum fällt der nicht so schnell? Okay. Ist das doch noch mal zwei? Muss das aufdrehen. Noch mal. Die waren doch toll. Noch mal Level Ups. Yay. Und wer wird jetzt gleich wieder vorne Level Up? Was? Kann er irgendwie. Ach ja, es geht doch mal noch. Ja. Die Imperin Grimoire. Oh, ich dachte, jetzt meine PSP war abgestürzt. Grimoire war Seishu Amenuchi, der war arimasen yo ne? Sonna wake nai desho? Douyu nagare de atashi ga Seishu ni naru wake? Warum liegt die ganze Zeit so? Draw me like your French girls. Ah, are ne? Ano tenshu ga neteru toki ni mimimoto de katte ni uru na tte sasayaita. Warum kann die nicht unser Maskottchen sein? Stattdessen haben wir Bienenvor. Ich finde sie sehr niedlich als dich. じゃあ、売ってあげるわ、あんたを。本当ですか？ええ、ただし白製の一点物だから、ちょっと値段は張るけどね。白製って、姉さん堪忍でご。ああ、本当疲れる。で、何の話してた？ あなたが聖書アメノチかどうかという話です。ああ、そうだったわね。私は聖書じゃない。ただの女。あたしみたいのが聖書じゃ、あがめるがもやりにくいでしょ？そうですね。あ、いえ。その、あなたには何もかも見透かされているような気がしてしまって。むしろ聖書を崇拝する方が安いというか、 気軽な感じさえするものですから。聖書よりも私のが怖いわけ？怖いというより世の中を知っている大人の女という感じです。悪くない答えだけど何も出ないわよ。Okay. Ich glaube, ich sollte sie mal. 命令には従います。 Sind alle schon irgendwie? Okay. Die alle sind schon irgendwie Level 29, ein bisschen. Das kann doch nicht wahr sein. Feuer, Feuer. Damit kann ich nicht gehen. Wie ist mit Feuer? Wir sind Feuer? Feuer? Wir sind nicht in Elder Scrolls Online. Feuer? Feuer, Feuer, Feuer. Ein bisschen Trash Talk. Ich bin immer überrascht, dass wir, obwohl der letzte Bosskampf, der war jetzt nicht so einfach. Ich habe es aber auf intelligente Weise alles gelöst. Ich bin doch fast ein bisschen stolz auf mich. Da werde ich ja wohl auch irgendwie einige andere Mini-Viecher hier erledigen können, Mini-Bosse. Hoffentlich. Aber niemand ist hier. Komm her, her.
Ja, die muss sich einen Stellt auf. So, aber will die Wehre befreien. Na, wir machen noch 1000 Erfahrungspunkte, 1000 sind genannt. Nächste Person ist so. Was? Jetzt schon wieder ein Kochlevel bekommen. Ja, doch gerade erst einen. Ja, okay, ich habe jetzt ein paar mehr Kämpfe gemacht, aber trotzdem. Outcon, ich muss. Was wollte ich hier noch mal herstellen? Hier, ne? So, und jetzt tut Eleanor kochen, weil sie hat als einzige noch nicht Dingens. Entweder scheint da extrem viele Erfahrungspunkte zu geben, oder ich habe wirklich so viel gekocht. Neues Kostüm entdeckt, Badehose, Rokuro, was? Okay. Wir haben eine Badehose gefunden, geil. Mal Schuhordnung, ist das ein Erbstück von Shigure? Wieso ein Erbstück? Der lebt doch noch. Ich will nicht gegen diesen Stufe Rot Gegner kämpfen, aber wir mal gucken, was handelt es sich denn hier? Ich meine, wir haben es geschafft, den einen Boss vorhin gerade zu erledigen, also schon überprüfen musste ich. Also erstmal tun wir anderen Mini-Boss hier erledigen, wo ist denn hier irgendwas? Okay. Boah, ich muss einen Shop haben. Ich kann ja auch nichts kaufen oder irgendwie sowas. Ich kann nicht speichern. Du bist der Boss. Das ist irgendwie keine dunkle Aura um dich und so. Glückshab hier. Ich renn mal lieber. Wir haben keinen Speicherpunkt in der Nähe. Wir haben gar nichts. Deswegen weg. So. Wir haben uns irgendwie gar nicht angegriffen. Aber okay. Wo bin ich? Jetzt überhaupt nicht angegriffen aus irgendeinem Grund. Wow. Dreckstrupus. Ja, das ist spät. Und wir haben meine katzenähnlichen Reflexe zugegriffen. Also tot Katzenreflex. Ja. Das war. Ich meine Mühe gerade noch alle reinhauen können hier. Verdammt. Boah. Ja, okay, dann mach du. David. Weil die ganze Zeit meine Mühe gerade da reinballern. Ja, dann hätte ich alle getroffen. Dann wären alle tot. Dann wäre ich voll glücklich gewesen. Ja, komm her. Nein, ich hab dich verfehlt. Auswechseln. Ich bin gefährlich. Oh. So, zu der letzte Gegner. Das wird aber nicht reichen, zu töten, ne? Doch, Mann. Das. Und das. Nein. Stiefel, gut. So, warte mal noch. Ich rede mal von einer Sache immer so viele, ne? SA gewinnen durch Seebrecher. Ja, das hätte ich gerne. Weil mir hat so einen schnellen Seebrecher, deswegen kann ich halt immer schön spam. Oh, das ist eine Truhe. Komme ich locker wieder SA hoch. Ja, ja, Genie muss ich auch noch holen. Von da kam ich mal. Ist irgendwie schade, dass ich hier. Ich habe schon lange nicht mehr versucht, hier gegen mehrere Gegner auf einmal zu kämpfen, aber. Das ist eine ganze Ecke schwieriger als in Zestiria. Also, ich habe keine Chance, wenn ich hier gegen mehrere Gegner auf einmal kämpfe. Also, wenn ich sie ja so rein. Hm, da ist ein Speicherpunkt natürlich. Natürlich ist ein Speicherpunkt. Also irgendwo sind die
Also wenn ich in einen Gegner reinlaufe und neben dem ist noch ein Gegner oder irgendwie sowas. Das meine ich mit mehrere Kämpfe. Ja, die sind aus irgendeinem Grund viel schwieriger. Wo komme ich denn hier lang? Zu ganz vielen Seelen und zu irgendeiner Bronzetruhe wahrscheinlich, ne? Ne, eine Goldruhe, geil. Gelb-pinkes Shirt, jawohl. Warum brauche ich ein paar mehrere? Das heißt wieder genug Sachen, aber mir ist auch gut jetzt. Besser später als nie, ne? Ich bin nicht recht. So, wo bin ich? Bei der Truhen. Speichern kann man auslassen. Wohl, falls irgendwas Heftiges kommt oder so. Machen wir mal lieber. Vielleicht noch ein bisschen leveln sollen hier. Komm, gehen wir einfach rein erstmal. Hier haben wir wieder einen Shop. Gerüchte in Hara. Hab jetzt vorhin das Skit überhaupt gemacht, weil auf dem Strand war. Wir sehen das eine Sekunde, er sagt, es ist so ruhig. いろいろと見てきたのです。人の世の光も闇も。でも、いえ。だからこそ、私はその闇から目をそらさず、正直に向き合いたいのです。その上で、信じたいと思っています。人の心にある光を。闇ね。はい。あなたのような闇です。 Aber du nicht, oder was? Rokuro betritt eine Stadt. Boah, ist das hier ruhig. Zerstören. Wir sind jetzt eine Sekunde da gewesen, ey. Oh, meine Güte, ist das hier ruhig, ey. Das kotzt mich an. Shop, gib mir neues Zeugs. Wo ich nehme man nicht an. Der hat tatsächlich neues Zeug. Massaken, das kauft nicht schlecht. Ich brauche nur einen Anhänger. Okay, buff und zack. Und wir sind kurz davor, wieder den Laden ein bisschen hochzuleveln. Lebt die Grimoire hier? Was? Wo sind wir denn jetzt herbekommen? Spielzeit, ah, okay, 3000, boah, wat? Wie viel muss ich noch? Das ist eine Menge Spielzeit, wie viel haben wir jetzt? 50, da muss ich ja 200, ne, warte mal. Wie viel habe ich? 50 Stunden, okay. Na. Hier, 50 Stunden. Jetzt noch mal fünfmal so viel, viermal so viel. 250 Stunden? Was? Werde ich ja nie bekommen den Titel. Dann New Game Plus und so, ne? Spielzeit übertragen, nehme ich an. Ja, okay, dann ist das nicht so. Aber trotzdem, heftig. Jetzt so damit gerechnet, dass man alle Titel irgendwie so in ein Spiel durchlauf bekommen kann. Ja, okay, wenn man sich sehr viel Zeit lässt, dann kriegt man diesen Titel auch im ersten Spiel durchlauf. Aber 250 Stunden werde ich an dem Spielstand bestimmt nicht rum sitzen. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal 200 Spielstunden bei Tales of Graces F gehabt und da habe ich so gut wie alles. Also ja, schon krass. Und da ist eine Truhe, ganz offen. Ja, ich bin eine Truhe. Ich liege hier einfach so. Mach mich auf. Okay.
Hier ist noch ein Speicherpunkt. Jetzt wirft er mir Speicherpunkte alle hinterher. Ich weiß. Oh. So, warte mal. Da müssen wir hin, ne? Da müssen wir hin. Wir haben nur gesagt, im Gasthaus müssen wir hin. So, Magelo hat gesagt, wir müssen zum Gasthaus. Was Magelo sagt, das Gesetz. Hier war ich schon, da ist ein Kraut gewesen. Dann gehen wir mal da rein. Mal sprechen mit der Tür oder mit den Leuten oder was weiß ich. Ist noch ein Kraut, geil. Ach man. Ich suche noch die letzte Truhe. Ich wollte schon sagen, ich jetzt schon wieder von der Seite nicht da rauskommen. Da komme ich nicht hin. Ha! Was? Mein Gott, könnt ihr auch mal jemanden verstecken? この島でしか取れないおかかを飲みを使ってビターなチョコ風味のおかかを組を作ったんだよ。そしたら新鮮味に欠けるし、おかかなのかカカオなのかわからないって文句言われてさ、夫の来たからこの辺りの海で取れるおつかつおの削り節をグミの間に混ぜ込んでやったんだよ。しょっぱい煎餅にチョコがけしたものもあるし、 案外鰹節とチョコも合うかもな。そう、新たな発見だったんだよ。パリパリした削り節の食感がムニムニしたグミと絶妙に合わなくて、それが逆に面白いみたいな。新しいグミも作れたのに、なんでそんなに拗ねてるんだ。そこなんだけどさ、世に広めるにはやっぱりサプライズが必要だろ。だからその最高の作戦も一緒に考えたんだ。どんな作戦？ このおかかをグミを世界中のトイレに仕込む。名付けてトイレのおかかをグミ大作戦。うん、グミといえばトイレ。みんなが何だかんだ突っ込み入れて面白がると思わないか。なんかおかしいけど面白いね。だろうだろう。やっぱり子供には受けるんだよな。子供？ なのに村の大人たちは下品だとかくだらないとか言って、おかかおグミは販売中止になっちゃったんだ。嫌になっちゃうだろ？なあ。くだらない。ああ、昔は良かったな。ママにご飯食べさせてもらって、バブバブ言ってれば、みんなニコニコして褒めてくれたのにさ。トイレでグミ探しの面白さが理解できないような大人になんて、なりたくないよ。Als wenn man an dem falschen Ort suchte. So braun Gelee, oh Gott. Stimmt doch was nicht. Wo ist die letzte Truhe? Truhe, da, oder? Nee, die ist geöffnet. Wo ist die letzte? Komm her. Dahinter, oder? Mensch, warum ist denn hier was, wenn hier nichts ist? What is this? Das sah aus wie eine Krabbe, die einer Freestyle-Rapper macht. Das ist jetzt eine Truhe, komm schon. Soll ich sein? Stimmt hier, ne? Wir müssen nicht auf der Karte angezeigt werden oder so? Ne, die geöffneten sind auf der Karte angezeigt. Ich weiß nicht, wo die letzte Truhe ist. Wir jetzt hier nicht noch 5 Stunden rumrennen. Ja, da rein, vielleicht ist sie ja da drin, oder die ist vielleicht da. Das ist eine Katztruhe. Wuff, mein Gott, mir gehen die Seelen langsam aus. Lachende Brille. Okay, die Truhe ist jetzt hier. Nein, okay, dann gehen wir da rein. 0, verdammt, die 10 hier nicht. Ist dann vom Gasthaus wortwörtlich ein Raum. ねえ、待って。休みたいんだけど。部屋はある。え、待って、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 休みたい
Boya, ima nante itta? Shizuka ni suru shi. Janakute, atashi wo nante yonda? Grimo sensei. Nesan wa iranai itte itte ta kara. Sore, kini itta wa? Anta ni kodai Abaros tomo oshiete ageru. Love is jetzt bei allen beliebt. Arigatou gozaimasu, Grimo sensei. Anashi wa tsuita mitai ne. Love ist jetzt bei reiferen Frauen sehr beliebt. Okay. Dann haben wir etwas nebenbei Action, würde ich sagen. What? Komm da gar nicht hin, Mann. Wie seid ihr da hingekommen? アメノチ様の聖殿なんだぞ。あの聖殿を守るのは巫女だけの役目じゃない。この村に生まれた者すべての使命だろうに。こんな強い反発を抑え込んで、まで聖霊はアメノチの聖殿を摂取した。でも聖霊に見捨てられたらどうやってゴーマから村を守るんだ。それにイズルトの方へ出たところで仕事はどうするつもりだ。ゴーマのこととアメノチ様のことは別だろ。俺は巫女が戻ってきたら一緒に抗議に行くぞ。ゴーマ病のせいで何もかも変わっちまったな。もう昔みたいには暮らせないのか。昔みたいか。Hey. Wen kann ich denn noch ausspionieren? Hi. あなたたちがイズルトで何を聞いてきたか知らないけどね。村には村の伝統があるのよ。聖主アメノチ様の加護を受けたこの村は数百年以上続く巫女の一族がまとめる村。時にアメノチ様のご選択を皆に伝え、時にアメノチ様への祈祷を行う聖なる巫女の村。今も巫女がいるのね。もちろん巫女には娘がいて、その教えを受け継ごうとしていたわ。厳しすぎると感じることもあったけれど、母も娘も使命を果たそうと頑張っていたの。でも聖霊はそんなことお構いなしに聖殿を取り上げてしまった。無理やり。テレサという大魔師が来て話を聞いていたわ。でもね、それは聖殿を奪うという結論ありきよ。優しい言葉をかけながら、結局は自分たちの神様であるカノ主を信じることが必要なんだって。私たちはアメノチ様を信じていただけで、他の人たちに無理強いすることなんて一度もなかったのに。Ist das nicht der Sinn von Religion? Ist das nicht der Sinn von jeder Religion, anderen vom eigenen Glauben hier zu überzeugen? Wen rechnen als erstes? Hallo, Eleonora. Ist neu, ich muss hier noch mit Sandhandschuhen hier anfassen. Was ist denn mit diesem Haria und Goma? Was ist denn mit diesem Haria und Goma? So, ne. Um ein paar sinnvolle Gespräche hier führen. ちょっと進行排除するとは、聖霊も厳しいの。自分たちの断りを解いて回るのに、余計な神様は邪魔ってことでしょ。小耳に挟んだ話じゃと、アメノチ様の聖殿パラミデスを接収して拠点として利用しておるそうじゃ。封鎖ならともかく、奪ったりすれば余計反発を食らう。断りにかなわないやり方ね。何か理由があるのかしら。 Okay. Eisen, wo bist du? Was guckst du da? Kaidoku ni wa jikan ga kakaru kamoshiren na. Aru teidou wa kakugo shiteru wa. Sore dake no kachi wa aru hazu yo. Ja. Kodai Abaros to go wa. Deswegen wollten wir überhaupt noch mal übersetzen. Yomeru という mono dewa nai rashi. Ja, dou yatte yomu wake? 詳しくは分からんが、直感的な読み方ができないと、正しく解読できないと聞いたことがある。直感か。厄介そうね。
Nicht die alten toten Leute. Wie können sie denn technologisch fortgeschritten sein, wenn sie jetzt tot sind? グーリモ先生とはライフィセットもよく言ったもんだ。姉さんと呼ぶなと言われたから他の言い方を考えたんでしょ。それだけ解読を手伝いたかったってことさ。自分ってやつが出てきたな、あいつも。そうね。 Das war kurz und knapp. Okay.古代アバロストもって本当終わった声を引きずる男並みに面倒ね。クリモ先生でも革新っぽい一行がどうにもはまらないのよ。えっと教えてもらった読み方だとここはサポポムチョ さあ、ポポムンチュ、サンション。読み方は合ってるけど、単純に現代語に変換すると、親はトマト、子はナスが嫌いになっちゃうの。言語構造が現代語と全く違うから、語順を変えたり、文字の解釈に飛躍や発明が必要な場合がある。 言葉の入れ替え。サンサン、おちょこちょ、おちょむさん、おちょむさん。で、読めるかな？こちょむさん？どうしてそう思ったわけ？ここに同じ言葉が並んでるから、繰り返しっぽいし、そんな風に読んだら気持ちいい感じがしたんだ。 こちょむさんが繰り返されてるか。そう読んだ場合の意味は、イミナの聖主。聖主。そうか、これがカノヌシのことなんだわ。これは大ヒントよ。その法則だとすると、どうやらこの本には 数え歌が書かれているよね。カノヌシのことじゃないの？肝心なのは歌の内容。歌詞の意味は期待通りみたいよ。少しは進んだ頃かしら。宿に戻ってみるか。わしよ。 Okay, macht denn Leute. Kommunjo no kaidoku wa susunda? Boya no okage de ne. Kono boya, gogaku sensu ga batsugun ni ii wa yo. Gurimo sensei no oshie kata ga chouzu da kara da yo. そんな風に言われると本気になっちゃいそう。は？さて、坊や、読んであげて。古文書に書かれてた歌を。はい、先生。歌？八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って、無明に流れる地の脈伝え、いつか目覚めの時を待つ。 四つの聖主に裂かれても、ミーツに通じる人あらば、クーマのクーマは生え変わる。緋色の月の満ちるを望み、イミナの聖主、心は一つ。イミナの聖主、体は一つ。クーマ。カノムシを表すずっと数え歌。 この古文書はその意味を解読した注釈書なのよ。もったいぶらずに、その注釈ってやつを教えて。ごめん、まだ数え歌の歌詞しか解読できてないんだ。
そう。全部解読するにはかなり時間がかかりそうじゃの。だが、können wir die Zeit mit irgendwas totschlagen? 目的と狙いを知るためには重要な情報だ。時間がかかってもやるべきだろう。清涼の目的と狙いを知る？歌詞だけでも得られる情報は少なくないと思います。図にある首は全部で8つ。1本が本体で、他の7つはカノヌシの口。7つの口は汚れというものを食し、地脈経由で本体に送り、カノヌシを覚醒させる。そういう性質を持つ7つの魔物をクーマと呼ぶ。はい。汚れが何なのかは分かりませんが。後半部分はどう考える？古代史はあまり詳しくないのですが、この世界を作ったのは治水家風の4聖主と言われています。Ja, da hab ich mir auch gedacht. でも、カノヌシも聖主と呼ばれている。カノヌシと他の4聖主の間に争いが起こり、カノヌシは封印されたのではないでしょうか。じゃが、ミーツ、神の意向にかなうものがあれば、クーマは何度でも生まれ、カノヌシは復活する。お眼鏡にかなった同志アルトリウスが、カノヌシを覚醒させようとしておるとすれば、話は合うの。なら、7つのクーマを探し出して、カノヌシの首を潰せばいい。だが、クーマはどこにいる？この歌によれば、クーマとカノヌシの本体は地脈でつながっている。Also auch so ein Loch oder was? Muss man solche Löcher finden? So wie bei Velvets. まさか、この虫がクーマだと？いえ、だとしたら、清涼が捕獲していた説明がつく。Where is that Greif? 離宮にも同じ結界があった。Yeah, genau. あれもクーマ？クーマの姿は、それぞれ違うってことか。ローグレスへ行って確かめるか？Na, wer willst du auch einen, ne? Oder? Assette, Mudashi of Humitakunai. Komonjo no Nakamio, Moskoshi, Shitte Okitai Tokodaki. Nanika Kininar no Kae? Kuma ga haekawaru tei no ga. ワーグジュリンの時と同じ感じがした。この方角は聖主雨の地の聖殿パラミデス。今は清涼の施設じゃったか。聖殿や祭壇は霊的な力に満ちた場所に作られると聞いたことがあります。地脈点を意味している可能性はありませんか？地脈点は世界中に数多くある。クーマが7体ならほとんどの場所は外れだ。しかし決定的な手がかりもない。可能性があるなら行ってみるべきじゃないか。解読を無意に待つ気はないわ。ライフセットの感覚の正体もわかるし。ひょっとしてだけど、クーマを殺すと何？どの道確かめないとわからないか。いいえ、気をつけていってらっしゃい。まあ、ウェブルザオンテリオン、オラ？ラウダトリオス。The expedition is zurück. Gib mir Zeug. Spiria, Kern, das ist einfach. Ja, das Farbe hält sich Verwirrung drastisch verändert.
Unterstützung der Herren. Was ist das? Bevitt spricht aufmunternd Worte, um die Moral zu heben. Wir sehen auf dich. Bringt gefälligst was mit oder ich bringe euch um, oder was? Ich will gar nicht Bevitts aufmunternden Worte hören. Ich weiß nicht, wo die letzte verdammte Truhe ist, aber guck mal, ob ich hier erstmal rumlaufen kann. Vielleicht durch noch zwischen dieser und der nächsten Aufnahme ein bisschen trainieren, obwohl ich glaube nicht. Nee, wird sich nicht lohnen. Vielleicht so ein oder zwei Kämpfe, aber mit Bevitt kurz vorm Level up ist. Was ist überhaupt hin jetzt? Ich sollte vielleicht mal in der nächsten Folge versuchen, einige von diesen Mini-Bossen jetzt zu plätten. Oder werde ich sogar machen? Ja. Machen wir mal, ne? Ja. Versuchen wir mal. Guck mal, wie weit wir kommen. Ich werde jetzt erstmal hier speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sollte vielleicht erst nach der Aufnahme speichern, nachdem ich gucke, ob es klappt hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.